Ja, das ist der Vorteil an Knuckles, aber auch nur, wenn es wirklich gelingt. Ja, es ist auf jeden Fall nicht leicht. Und ich glaube, ich werde nochmal hier ganz im Bogen gehen. Wie habe ich das vorher nochmal hingekriegt? Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, gehe ich einfach mal weiter. Nein, da ist diese verdammte Ecke im Weg. Und ja, klasse, Knuckles. Das ist so toll. Ach, vergesst es, Leute. Ich werde nicht oben lang gehen, ich werde unten lang gehen. Und hoch geht's. Tolle Federung. Und hier gab es irgendwo einen Geheimweg. Oder auch nicht. Okay, so kann man sich täuschen. Also habe ich das Spiel doch nicht so gut in Erinnerung, wie ich merke. Aber ich brauche noch einen Checkpoint. Hier kann ich mich nicht dran heften, schade. Okay, hier ist er doch schon. Warum meckere ich eigentlich? Ab geht's in die nächste Special Stage. Ihr seht schon, hier geht das verdammt schnell, die Chaos Emeralds zu sammeln. Aber auch nur, wenn man wirklich gut in diesen Special Stages ist. Als erstes muss ich mal wieder 50 Ringe sammeln. Ich glaube, in der ersten Zone oder zweiten und dritten, möglicherweise auch noch in der dritten, werde ich damit beschäftigt sein, die Chaos Emeralds zu sammeln. Und sobald ich alle habe, geht die Party ab. Denn, wie ihr euch sicherlich denken könnt, mit 7 Chaos Emeralds fing der richtige Spaß bei Sonic an. Denn in diesem Sonic-Teil wird es uns erstmals ermöglicht, uns in Super Sonic, beziehungsweise hier in diesem Fall Super Knuckles zu verwandeln. Und dadurch dann alles platt zu machen, sofern wir überhaupt erstmal alle 7 Chaos Emeralds besitzen sollten. Erstmal soweit kommen und ja, erstmal soweit das Ganze, die ganzen Special Stages überstehen. Aber ja, wirklich schwer sind sie eigentlich nicht. Aber dafür sind sie verdammt schön gestaltet. Ich freue mich ja schon auf die verdammten Videogrößen, die ich haben werde, wenn ich dieses Spiel hochlade. Das wird ja das geringere Problem. Ich hoffe, ich werde euch trotzdem mit diesem Spiel unterhalten können. Und ja, hoffentlich, ja, ich hoffe, ja, wäre auf jeden Fall schön, wenn sich das viele von euch angucken. Vor allem, ja, würde mich auch interessieren, wie viele das überhaupt schon wussten, dass man Sonic 2 auch als Knuckles spielen kann. Und ja, es ist auf jeden Fall schon verdammt genial und ich glaube, ich habe es schon geschafft. Ach, ich sammle trotzdem noch. Könnte ja nicht schaden. Möglicherweise. Puh, diese Minen sollte ich echt nicht berühren, weil das ist tödlich und es ist diesmal pink. Jetzt haben wir blau, lila, pink. Blau, lila, pink. Fehlen nur noch 4. Das heißt, grün, gelb, dunkelblau und grau müssen noch fehlen. War es nicht so? Werden wir ja noch sehen, welche Farben das sind, aber ich meine, das müsste so stimmen. Gab es hier nicht auch noch irgendwie noch eine Special Stage irgendwo noch, also noch einen Checkpoint, den ich noch irgendwie auffinden kann, oben vielleicht weiter? Wäre auf jeden Fall auch noch ziemlich nett, aber es wäre viel zu großzügig, wenn ihr mich fragt. Mit 3 Checkpoints in einem Level wirklich so, ja, so freundlich in diesem Spiel zu sein. Aber es sieht nicht danach aus, als wäre hier noch ein Checkpoint, aber ich habe Leben. Oder? Noch höher geht's, noch höher geht's. Nein, hier gibt's auch nur Ringe. Sieht nicht so aus. Schade. Okay, dann, ja, war die Erkundung dieses Levels quasi umsonst, egal. Gehen wir mal zum Ende des Levels, denn dort wartet Dr. Robotnik auf uns. Der sich schon darauf freut, von uns eine Abreibung zu kriegen. Ich hätte mir die Barriere noch mitnehmen können, aber das Schutzschild, halt! Ich glaube, ich bin zu weit. Ja, scheiße. Ich hätte nicht so weit gehen dürfen, ich hätte noch einen Chaos Emerald kriegen können. Ach, vielleicht wenn ich es in Zone 2 oder 3 schaffe. Und jetzt kommt er mit seiner tollen Bohrermaschine, wow. Und wir müssen ihn natürlich einfach angreifen. Mit Knuckles natürlich etwas einfacher, weil wir können ihn anfliegen. Was war mit Sonic nicht so toll machen können. Toll, meine Ringe sind weg. Alle futsch, alle gesammelten Ringe. Toll. Danke, Robotnik. Naja. Aber was ich auch noch vergessen habe zu sagen, verdammt. Was hast du davon? Jetzt, wo ich dieses Spiel hier ja mit Knuckles spiele, könnt ihr euch sicherlich denken, wie es in Sonic 3 aussehen wird. Naja. Es wird dann auf jeden Fall auch so aussehen, dass ich mit Sonic spielen werde. Allerdings wird Tails als Begleitung kommen. Ja, so werde ich das auf jeden Fall machen, dass jeder Sonic-Charakter auf jeden Fall zumindest einen geringen Spieleauftritt hatte. Weil, wenn ich, wir sind schon in der Chemical Plant, das heißt doch irgendwie chemisches Kraftwerk oder irgendwie so. Ja, auf jeden Fall werde ich in Sonic 3, ja, mit Sonic und Tails spielen aus dem Grund, weil, wenn ich nicht mit Sonic spiele, sondern mit Tails in Sonic 3 oder überhaupt mit Knuckles, ich werde nämlich die erweiterte Version spielen. Dann, ja, werde ich das komplette, also nicht alle Levels sehen können oder spielen können. Deswegen mache ich das da mit Sonic und Tails, weil ich denke mal, mit Sonic und Tails müsste auch die allerletzte Stage spielbar sein.
Okay, das war tief. Und ja, in diesem Level, oh Gott. Ja, hier wird schon etwas schwieriger, nach Checkpoints Ausschau zu halten. Aus dem Grund, weil ich nicht wirklich weiß, wo hier nochmal die ganzen Checkpoints sind. Das ist das einzige Level, ja, wo ich sie nicht wirklich finde. Und ich hoffe trotzdem, hier nicht so viele Fehler zu machen als bei Sonic 1. Und dadurch mir die Chance auf einer Special Stage zu vergeuden. Es gibt ja notfalls noch die dritte Zone, auf die ich mich etwas weniger freue, weil ja, dort wieder etwas sehr Unfreundliches und ich habe zu wenig Ringe. Ist, was ja Sonic oder auch Knuckles oder Tails schaden könnte. Und dieser Sonic-Teil ist auf jeden Fall der erste, wo natürlich Tails seinen allerersten Auftritt hat. Allerdings wurde er zu der Zeit noch Miles Prower genannt. Ja, Tails wird er mittlerweile genannt, aber sein Name Miles, ja, oder er wird ja Miles Tails Prower genannt. Ja, es ist auf jeden Fall sein kompletter Name seit, oder, ja, seit Sonic 2 und wird auch in den ganzen Sonic-Teilen auf jeden Fall so aufgelistet. Oder angegeben, sozusagen, aufgelistet, naja, wie auch immer. Ja, und ich finde Tails eigentlich auch schon ziemlich cool mit seiner Flugfähigkeit, die, ja, oh, je, das kam überraschend drauf hat. Und ja, ich bin schon am Ziel. Die Level hier sind etwas kurz. Dadurch, dass man auch hier durch so ein kleines Labyrinth sich durchschleusen muss. Und ihr seht schon, das Spiel ist nicht wirklich schwer. Ich habe schon 6 Leben. Wenn ihr mal überlegt, wie es bei Sonic 1 aussah bei meinem Let's Play. Also, dort waren die Leben ja wirklich Mangelware bei mir. Aber auch nur wegen der verdammten Labyrinth-Zone, bei der ich solche Probleme hatte. Und es fängt schon an, ich sehe schon. Lilanes Wasser. Ja, es wird uns sehr viele Probleme in diesem Level bereiten. Obwohl, es ist nicht ganz so schlimm wie in der nachfolgenden Zone. Weil in der nachfolgenden Zone gibt es etwas mehr Wasser. Verdammt, ich komme da nicht mehr runter. Das habe ich jetzt verbockt. Okay, aber erstmal muss ich hier mir die Mühe machen, hier heile hochzukommen. Ja, ich werde wohl erst die nächste Special Stage möglicherweise erst in, ja, in der dritten Zone treffen. Egal, solange können wir uns gedulden und da habe ich einen Checkpoint oder ja, einen Checkpoint gesehen. Und den werde ich wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Es sei denn, ich komme dort doch noch irgendwie hin, aber es wird mich jetzt wundern. Okay, genügend Ringe hätte ich schon mal. Oder wollte ich dran vorbei? Okay, ich wurde irgendwie gebremst von was auch immer. Das hatte ich bisher noch nie. Ey, halt! Hier wären noch ein paar Ringe. Bei 100 Ringen kriegen wir in diesem Sonic-Spiel auch wieder ein Leben, soweit wir sie überhaupt kriegen sollten. Habe ich auch noch nicht angemerkt, aber das dürfte, denke ich mal, schon mittlerweile aufgefallen sein. Wow, sind wir schnell. Ja, in diesem Spiel sind die Abschnitte auch schon viel schneller. Okay. Und dadurch ist auch Sonic, oder je nachdem, wie man spielt, auch etwas rasanter. Und es ist Zeit für die vierte Special Stage, die etwas grauer wird. Genauso grau wie der Himmel an manchen Tagen, wenn es regnet. Was es ja momentan Gott sei Dank nicht tut. Nein, mittlerweile sind tolle, sonnige Tage. Mittlerweile gefällt mir der Frühling wieder. Auch wenn ich mich schon bald irgendwie nahe, eine leichte Erkältung zu kriegen. Was mir gar nicht gefällt. Und das wirklich jetzt, wo es wärmer wird. Naja, was soll's. Okay, cool. Soweit bestanden, aber jetzt muss ich 90 Ringe kriegen. Ha, klasse. Das wird jetzt schon etwas schwieriger. Na gut, das kommt drauf an, wie lang der Weg ist. Und soweit mir hier irgendwie diese Minen in die Quere kommen, wird das etwas problematisch. Deswegen zusammenreißen, DJ K.A. Wir müssen hier links und rechts langlaufen. Jetzt muss ich wieder links. Und dann wieder nach rechts rüber. Das ist mies. Immer abwechselnd. Das habe ich Gott sei Dank noch ziemlich gut im Gedächtnis. Ja, klar. Weil ich an diesem Special Stage manchmal mir so den Ast ausgebissen habe, als ich noch jünger war. Und auch, ja, gut, in der Mega Drive Collection hatte ich irgendwie nie mehr so die Probleme, weil ich das ja noch von der damaligen Zeit ziemlich gut drin hatte. Bei Sonic Jam habe ich es auch verdammt gerne gespielt. Als ich es auf Saturn hatte. Und ja, dort muss ich es ja auch noch mit meinem Bruder teilen. Verdammt. Und ja, auf der Sonic Mega Collection konnte ich es dann endlich alleine spielen. Sofern ich es mir erstmal freigeschaltet habe. Was ja schon ziemlich bescheuert ist. Bei der Sonic Mega Collection, wie ich finde. Und diesmal ist er richtig pink. Oder rosa? Oder soll er davor rot sein? Okay. Gibt's einen Farben-Spezialisten unter euch, der jetzt mir sagen könnte, welche Farbe der Chaos Emerald davor hatte? Direkterweise, diese Spinne ist fies. Lasst euch von dieser Spinne nicht greifen, denn sie macht euch Schaden und die ganzen Ringe sind futsch. Ich glaube, eine nächste
Eine nächste Special Stage werde ich in dieser Welt nicht mehr erreichen. Oder Zone! Warum leckt das jetzt? Oi, jetzt bin ich im Wasser. Nein, 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 das fehlt mir gerade noch. Egal, ich krieg Leben. Aber wie komme ich jetzt lebend hier wieder raus? Ohne zu sterben? Okay, das ist doch noch machbar. Hat sich ja gelohnt, hier ins Wasser zu fallen. Auch wenn es jetzt durch diesen Lag ein bisschen erschwert wurde, da wirklich rüberzukommen. Eieiei. Manchmal kann die Flugfähigkeit von Knuckles einen auch nicht weiterhelfen. Durch solche miesen Sachen. Naja. Jetzt muss ich erstmal hier heile hochkommen. Vor allem das Wasser steigt ja auch noch. Wenn ich mich nicht beeile, habe ich ein Problem. Obwohl ich kann doch klettern. Warum mache ich mir das so schwer? Ich meine, ich habe doch Knuckles. Auch wenn ich die Kletterfähigkeit und die... Warum geht's nicht höher? Und die Flugfähigkeit eigentlich nicht so oft nutzen will. Weil das schon ein bisschen an Unfairheit in diesem Spiel grenzt. Finde ich jetzt. Und deswegen wollte ich es halt nicht so unbedingt zu meinem Vorteil nutzen. Ich werde es nur nutzen, wenn es wirklich notwendig ist.